Oh, hallo und willkommen zu neuen Part Mario Kart 8. Heute mit Tobias. Hallo! Hier, warte, das war Raul. Fuck. Anyways. Hallo! Willkommen. Ja, heute fahren wir den Blumen Cup. Der letzte Part ist ja ein bisschen her. Und ich habe gesagt, als ich das Booster Deluxe Pack Dings da gespielt habe, ich muss das unbedingt mal weiterspielen. Diese normalen Cups, und das holen wir hier jetzt nach. Wunderschöner Turbo-Start. Wie immer. Yeah. Weißt du, was noch wunderschön ist? Ich weiß nicht, was ist denn noch wunderschön? Na, Videospielprägungen. Überleitung 100. Oh Junge, das wollte Lil nicht ich gerade sagen. Also was ist bei dir so das Ding, was dich am meisten geprägt hat, I guess? Was am meisten geprägt hat, ist eine gute Frage. Ich krieg eine Sache die ganze Zeit nicht mehr aus dem fucking Kopf. Und das ist der Todessound aus Madagaskar 2 im letzten Level, wenn du in das, wenn du zu blöd bist oder wenn die Steuerung dich sowieso nicht lässt, in fucking hässlichen Parcours zu machen. Welchen Parcours? Achso, ja, warte, ich hab das Spiel gar nicht gespielt. Madagaskar 2 ist basically einfach der gesamte Film. Das letzte Level, ich glaube, ich 5 Punkte immer, es gibt 5 Welten und so eine Scheiße. Und du musst zweimal die fucking Oma besiegen. Ich glaube, die ist auch der Boss in dem Level. Ich sag's ja, bleib weg von der Oma. Ja, ich fuck jetzt die Siege. Jedenfalls, du musst erstmal so über, ich weiß nicht, ob es ich habe länger nicht mehr fucking Madagaskar 2 geguckt. Ich glaube nicht, dass Marty über sehr, sehr dünne Holzpfähle im Wasser springen muss, zu den anderen Zebras hin. Korrigier mich, wenn ich falsch bin. Ich meine, es gab mal eine Szene, wo es Hippos gab, über die er springen muss, aber ich kann mich auch nur barely dran erinnern. Jedenfalls. Der Todessound ist Arsch. Das Spiel ist Arsch. Yeah. Ah, was? Irgendwie so klingt die Scheiße. Weil ich krieg das nicht aus dem Kopf. Bei mir ist es tatsächlich der Multiplayer vom einem DS-Spiel. Ich krieg den Namen gerade nicht auf die Reihe. New Super Mario Bros. So. Die Musik, die im Multiplayer spielt. Die ist super. Explizit auf der Ice Map. Explizit auf der Ice Map. Yes. Die Ice What Map the ist, fuck? Die Ice Map ist übrigens offiziell die beste Map. Wer was anderes sagt, der hat noch nie die Ice Map gespielt. Die Castle Map war die schlimmste. Definitiv. Can't change my mind. Da kommt die Decke die ganze Zeit runter. Die war ziemlich arsch, ja. War sie? Ist Arsch! Ja. Yeah. Ich glaube, das Einzige, was nicht Arsch war, ist tatsächlich einfach nur die Eiswelt und die ganz normale Shit-Grafwelt. Ja. Was irgendwie traurig ist. Meine... Die Neutral Map, also diese nur mit Blöcken, die wenn du ein fucking Maxi-Pilz hattest, entweder bist du gestorben oder du wirst alles zerstört. Du meinst die Underground Map? Yeah. Na, nicht schon wieder! Das wird nichts mehr mit dem Goldpokal, I see. Die zweitbeste Map, Alter. Auf jeden Fall die Röhren Map. Die, wenn du ein Megamaschinen bekommen hast, auch alles zerstört hat. Danke, ja, Schlausteuerung! Sehr fantastisch.
Wenn wir bei New Super Mario Bros. Da habe ich tatsächlich auch noch eine, da habe ich tatsächlich eine gute Sache mitgenommen. Luigis Kartenspiel. Yo, stimmt, das Kartenspiel. Wenn es ein Grund für Gambling-Addiction, nicht Montana Black ist Grund für Gambling-Addiction, sondern dieses scheiß Minigame in diesem Spiel. Eins der vier Karten-Spiele, wo tatsächlich das, das Beste war, was war das? Danke, du dumme Pfanne. Ich glaube, es war Poker oder so, oder Mau Mau oder was weiß ich. Nein, das war, glaube ich, Memory. Du hast Memory gespielt? Ja! Bruh. Das ist das Kartenspiel, wo du Münzen setzt und dann ein paar, ein Full House, Full House. Ach so, ja, das stimmt! Das war, glaube ich, das war, glaube ich, Backen, fantastisch. Ich kenne das nur als Lass uns Karten spielen. Was? Ja, das hat bei mir nie einen Namen gehabt. Wir haben immer nur gesagt, lass uns Karten spielen. Und ich habe generell diese Pik-Kreuz-Ass-Arsch-Karte-Gedöns nie verstanden. Oh, ja, ja. Oh, lol, die KI denkt, sie ist noch an der Wand. Yeah. Jedenfalls, absolut fantastische Musik. Ich hoffe, du tust sie hier kurz, mal ganz kurz irgendwie reinschnippeln. Nee, ich schneide die Folgen nie. Warte, also, kannst du wenigstens den Todessound hier einfügen, damit ich nicht dastehe wie ein Vollidiot? Wie gesagt, ich schneide die Folgen gar nicht. Ich habe immense Schmerzen. Die hat jeder, mein Lieber. Und ein Sound, den was ist denn ein Sound, der dir noch immense Schmerzen zugefügt hat? Sound, der mir Schmerzen zugefügt hat? Jetzt speziell Videospiel-Sound, weil sonst hätte ich gesagt, das Geräusch, wenn eine Gabel über den Teller schabt. Immer, das ist die obvious choice, natürlich Videospiele. Ich rede über Videospiele. Boah, ein Sound, der mir auf den Piss geht. Am besten noch von einem Kindheitsspiel. Kindheitsspiel jetzt nicht unbedingt. Warte. Ich glaube, das war Mario Land. Ich habe das nicht als Kind gespielt, sondern erst im Let's Play, aber wenn du gegen einen Bossgegner kämpfst und der gehittet wird, dieses Ich liebe dieses Geräusch. Ich hasse es! Ich liebe es! Ja, und ich hasse es! Auch wenn du Tetris stirbst. Oder ein Sound, der mir richtig auf den Piss geht. Dieses Scheißgeräusch, was aus der Wii-Fernbedienung kommt, wenn du Mario Kart Wii spielst. Und ein Item von hinten kommt. Vor allem, was mich wütend macht, dass Moggy und so in ihrem Videospiel-Soundquiz die Blue Shell aus Mario Kart DS genommen haben und gesagt haben, es ist Double Dash. Dabei war es nicht die Double Dash Blue Shell, das war die DS Blue Shell. Ich erkenne das. Wie jeder gute Gamer erkennt. Wie jeder langjährige Mario Kart DS Spieler wissen würde. Ja. Yeah. Letzte Strecke. Oh Junge, dann müssen wir eine Story auspacken, wie Ich hab keine, und du? Nie wirklich. Ich hab nie was zu erzählen, das ist das, was mich am meisten abpackt. Mann, ich frag mich, ob deswegen die Leute auch das so... ob das deswegen so gut geschaut wird. Weil es ja so spannend ist. Ja. Ich seh... Ey, was soll das denn? What the fuck? Was? Ich dachte, ich hätte das eingesetzt.
Was war das denn bitte? Ja, schon klar, aber what the fuck? Oh nein! Oh nein! Ja, ich meine, da kommt ein Green. Ich wollte eigentlich damit sagen, dass einer einen Triple Green hat. Junge! Das war nur Red gewesen. So. Piss dich! Keine Geschichte heute mehr! Gute Nacht! Der nächste Folge reden über Pokémon-Rufe. Ich rede auch darüber, warum man Pokémon-Rufe keinesfalls nachmachen sollte. Weil man dann wie ein behinderter Affe klingt. Warte, jetzt ist die letzte Runde? Ja. Ist das das raue Gesetz in Mario Kart oder ist das einfach nur das Vollidiotengesetz? Ich glaube, das ist einfach dumm. Jedenfalls. Wie kam das eigentlich zustande mit dem raue Gesetz? Man kann es ja schnell noch erzählen, die Zeit haben wir ja noch. Das raue Gesetz ist basically einfach. Wir wussten nicht, wir haben nicht gemerkt, dass Raul immer noch ein Leben hatte. Wir haben uns immer sehr gefreut, dass wir ihn rausgebollert haben, weil er ziemlich schwer rauszubollern ist. Und dann hat er noch ein Leben. Er so, fuck, er hat noch ein Leben! Und dann ist das Raul. Smash Bros, meine lieben Leute. Was macht die Brüro darin da? Arsch tanzen. Warte, was? Was? Ich weiß es nicht. Ergebnis? Diagnose, dumm. Aber wirklich. Ich bin gefallen, edit in diesen scheiß Sound rein, damit ich nicht klinge wie Idiot. Das tun wir doch alle. Verstehen. Oh, na, das war's mit den drei Sternen. Das war's mit einem Stern. Ey, aber immerhin der Goldpokal. Yeah. Ja. Dann verabschiede ich mich für heute. Ja, für heute verabschieden wir uns dann. Kompletter Schlaganfall gerade. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal einschalten würdet. Vielleicht haben wir beim nächsten Mal auch eine Story oder so prepared oder irgendwas in der Art. Yeah. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis dann und ciao.